Wie gut kann ein Land als Partner sein in einer Krisenregion, wenn es die Menschenrechte so mit Füßen tritt? Brisant hat mehrfach über die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien in der Vergangenheit berichtet. Und die ist alarmierend. Nicht erst seit der öffentlichen Auspeitschung des Bloggers Raif Badawi. Amnesty International und andere Menschenrechtsorganisationen weisen immer wieder auf die wachsende Zahl von Todesurteilen hin. Aktuell kämpfen die Menschenrechtler nun um das Leben dieses jungen Mannes hier. Seit 3 Jahren sitzt er in Haft, weil er damals, da war er 17 Jahre, zum Demonstrieren auf die Straße gegangen ist. Saudi-Arabien hat übrigens eine Schlüsselrolle im UN-Menschenrechtsrat. Sie bestimmen also mit, wer in der Welt Menschenrechtsverletzungen überwachen soll. Das erstaunt doch sehr bei den Bildern, die wir jetzt sehen. Ein Platz in der saudischen Hafenstadt Jeddah vor wenigen Wochen. 3 Männer werden öffentlich geköpft. Ein Tourist filmt die grausamen Szenen heimlich mit seinem Handy, obwohl das strengstens verboten ist. Die Hinrichtungen, mehr denn je gängige Praxis im Königreich. Er könnte jederzeit der Nächste sein, Ali An-Nimr. Zum Tode verurteilt wegen angeblichen Hochverrats. Seit Anfang Oktober sitzt der 20-Jährige in Isolationshaft, wurde dafür aus seiner Heimatprovinz im Osten des Landes nach Riad verlegt. In einem Skype-Interview mit Brisant äußert sich Alis Mutter zur Lage ihres Sohnes. Es geht ihm einigermaßen. Er sitzt jetzt zusammen mit anderen im Todestrakt des Gefängnisses. Ali hat große Angst. Er weiß, dass er in großer Gefahr schwebt und jede Minute hingerichtet werden kann. Zuletzt konnte ich mit ihm vor gut einer Woche telefonieren. 151 Todesurteile hat Saudi-Arabien nach Angaben von Amnesty International dieses Jahr bereits vollstreckt. Das bedeutet eine Hinrichtung alle 2 Tage und einen Zuwachs von knapp 70% gegenüber dem Vorjahr. Vor diesem Hintergrund befürchtet Amnesty-Expertin Ruth Jüttner für Ali An-Nimr das Schlimmste, zumal das oberste Gericht das Todesurteil gegen ihn inzwischen bestätigt hat. Wir haben Kontakte zu Menschenrechtsaktivisten, teilweise auch eben zu den Familienangehörigen, auch gerade von Ali An-Nimr. Und dadurch erfahren wir dann eben auch von solchen Ereignissen, dass er verlegt worden ist in eine Isolationszelle. Das ist für uns ein extrem alarmierendes Zeichen, weil das ist häufig so, dass vor tatsächlichen Hinrichtungen die Gefangenen isoliert werden. Ali gehört zu 7 schiitischen Aktivisten im Todestrakt. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung vor 3 Jahren war er 17, minderjährig wie 2 weitere Mitgefangene, darunter Abdullah Azahar, damals ganze 15 Jahre alt. 2012, der arabische Frühling erfasst Saudi-Arabiens Ostprovinz. Dort lebt die schiitische Minderheit, gut 10% der Gesamtbevölkerung. Sie wird von der sunnitischen Mehrheit unterdrückt. Ali An-Nimr und seine heutigen Mitgefangenen demonstrieren gegen das Königshaus, fordern mehr Rechte. Die Antwort: Gewalt. Ali An-Nimr und die anderen werden verhaftet. Die Behörden beschuldigen ihn, Molotow-Cocktails geworfen und Polizeifahrzeuge in Brand gesteckt zu haben. Diese Vorwürfe sind falsch. Wir glauben, die Verwandtschaft mit seinem Onkel Scheich Nimr ist der eigentliche Grund. Scheich Nimr An-Nimr, Alis Onkel. Der schiitische Geistliche ist einer der schärfsten Regimekritiker. Auch ihm droht die Enthauptung und anschließende Kreuzigung. So sieht es das saudische Gesetz vor. Menschenrechtler wie Ruth Jüttner bestätigen, die Gerichtsverfahren liefen im Geheimen ab, oft ohne anwaltlichen Beistand für die Angeklagten. Und ja, Geständnisse kamen unter Folter zustande. Amnesty International fordert, dass sich die internationale Gemeinschaft und eben dann auch die Bundesregierung noch sehr viel stärker und sehr viel klarer, deutlicher gegenüber den Verantwortlichen in Saudi-Arabien äußert. Was wir immer hören von deutschen Diplomaten und auch Politikern ist, Menschenrechte werden angesprochen, Einzelfälle werden in vertraulichen Gesprächen behandelt. Aber was wir eben dann in der Praxis sehen ist, es gibt keine Veränderung, keine Verbesserung. Seit seiner Verlegung nach Riad durfte Ali seine Mutter nur einmal sehen. Ein neuer Termin ist nicht in Sicht. In ihrer Verzweiflung haben sich die Mütter schriftlich an den König gewandt und erklärt: Wir machen König Salman und den Kronprinzen verantwortlich für das Blut unserer Kinder. Die Regierung verstoße mit dem Urteil gegen eigene Verpflichtungen, so Amnesty International. Sie haben die Kinderrechtskonvention unterzeichnet. Diese Konvention beinhaltet, dass jugendliche Straftäter auf gar keinen Fall zum Tode verurteilt werden dürfen. Jüngste Zuspitzung: Nach saudischen Medienberichten stehen in Riad und anderen Städten 52 Hinrichtungen unmittelbar bevor. Darunter auch die von Ali An-Nimr und seinen schiitischen Mitgefangenen.
Jeder Tag könnte jetzt ihr letzter sein.